Ja, keine Worte finde ich für dieses bittere Gegentor. Zum Schluss, ja, ich war wirklich sprachlos. Also so enttäuscht einfach, dass man das nicht über die Zeit gebracht hat. Ja, jetzt gilt es hier gegen Leicester vielleicht 3 Punkte zu holen. Man muss auch sagen, noch ist nichts passiert. Wow, ich habe bis jetzt jeden Pass getroffen. Ja. Warum sage ich das? Ist es vorbei? Ja, dann vergiss es. Und wir hoffen, dass wir jetzt Punkte mal gut machen hier. 3 Spiele ungeschlagen und das gegen 3 große Gegner. Manchester United, Chelsea und zuletzt Arsenal. Ich auch jetzt hier auswärts wieder eine kleine Probe hier. Oh mein Gott, das war eine richtig gute Hereingabe hier jetzt von Baker. Ich glaube, wir haben uns auch jetzt, glaube ich, vielleicht jetzt ein bisschen abgesetzt, auch vom letzten hoffentlich bald. Also vom letzten haben wir uns ja schon deutlich abgesetzt, aber vom vorletzten und vom ja, schlechteste Abwehr mit Stoke City gemeinsam, das weiß ich. Das hat mich interessiert beim letzten Mal nach Arsenal. Bei dieser Reingabe war zum Vergessen. Also nochmal schlechteste Abwehr und das Heung-min Son. Boah, Meier. Da ist ja nicht Durchsetzungsvermögen. Und Baker. Und es geht in den nächsten Spielaufbau. Und Meter machen Becker jetzt auf Garnier. Und Hinder. Den darf er nochmal auch nicht am Tor vorbeiköpfeln. Warum nicht einmal Wellner Distanz? Also Distanz ist ja auch schon ein bisschen übertrieben. Ein bisschen weiter weg. Musa jubelt. Leicester führt 1-0, überhebt Linz. So hat man sich das nicht gewünscht und vorgestellt. Zum Beginn.
Lenz. Wieder ein Patzer und Musa, der ist schnell. Der. Kann viel anrichten, Tor. Oh mein Gott. Zittern hier vom Tor. Vom Exeter. Musa. Okay. Leicester hat das Spiel hier im eigenen Stadion fest im Griff bislang. Jetzt haben wir so. Oh mein Gott! Riesenmöglichkeit jetzt noch zum Schluss vergeben und das, man hat jetzt eigentlich keine Ahnung, was man jetzt hier falsch gemacht hat. Kramaric, der muss man jetzt bei solchen Spielen, glaube ich, wenn ein Garnier schon ein bisschen was vertan hat. Und im Rückstand ist Kramaric, glaube ich, auch nicht so eine schlechte Wahl. Taylor heute. Chancenauswertung katastrophal. Oh, schöner Fehlpass. Kramaric! Taylor. Und jetzt rauchen hier die Köpfe. Ja, das war abzusehen, dieser Pass, bis er auf Barrett kommt. Ludwig! Und jetzt schwimmt Leicester. Hammer! Son.
Oh, das war ein Patzer, den. Bist du wahnsinnig, wie die das noch retten können hier? Eieiei, ich wollte was anderes tauschen jetzt, aber egal, jetzt ist passiert. Ich wollte Son eigentlich jetzt vielleicht noch als Zehner bringen statt Taylor. Kramaric hat sich verletzt, das ist jetzt auch mittlerweile egal. Nur eins ist nicht egal und das ist, dass man hier 0:1 zurückklickt. Rossi, Ball over. Funktioniert das zweimal nicht und zweimal probiert man es. Jetzt muss man sich was anderes überlegen. Und jetzt war es das. 2:0! Musa! Oh mein Gott. Das gibt's echt nicht. Heute gelingt's nicht. Und es gelingt wirklich gar kein Tor hier. Was ist das für eine Böhm? Und das würde es wahrscheinlich das 3:0, oder? Ja. Man unterliegt Leicester. Und das dann deutlich. An was es jetzt schlussendlich gescheitert ist, das würde ich auch gerne wissen, Leute. Ich kann es euch nicht sagen. Bin da jetzt ein bisschen überfragt. Ah, es ist Gott sei Dank aus.
Jubel auf der einen Seite, Trauer auf der anderen. Ja, das war's. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann und rein. Mach's gut. Ciao.